Servus, ich bin's der Basti. Es ist schon einige Zeit her, da habe ich euch dieses Spiel hier, Thunderstone, vorgestellt. Eins der ersten Deckbauspiele, eigentlich das erste nach Dominion, das diesen Deckbaumechanismus benutzt hat. Mir hat das Spiel damals sehr gut gefallen, weil aufgrund seiner Thematik, weil es einfach deutlich thematischer war als bei Dominion. Es war durchaus etwas glückslastiger und ja, man muss sagen, an der einen oder anderen Ecke, sowohl am Material als auch spielerisch, gab es dann noch so ein paar kleine Punkte, die mich schon gestört haben. Jetzt ist Thunderstone nach vielen Erweiterungen, die jetzt zu diesem Grundspiel rauskamen, nochmal in die zweite Runde gegangen und jetzt gibt es eben, und das habe ich heute dabei, Thunderstone Advance. Ist sozusagen die Weiterentwicklung von Thunderstone. Am Spielprinzip ändert sich nicht wirklich viel, aber man hat neue Karten, es wurde trotzdem an den Feinheiten nochmal gefeilt. Und deshalb wirklich interessant für alle Fans von Thunderstone oder Leute, die mit Thunderstone vielleicht anfangen wollen, die das vielleicht sich jetzt mal anschaffen wollen, das bisher nicht getan haben, ist es vielleicht interessant mal zu sehen, was lohnt sich denn jetzt? Soll ich eher aufs Alte beim Alten einsteigen oder soll ich lieber auf das neue Thunderstone Advance gehen? Zusätzlich habe ich jetzt eben auch noch zwei Erweiterungen dabei, die jetzt angeboten werden schon. Verfluchte Höhlen und Ursprung alles Bösen. Die ganzen Spiele laufen bei Pegasus, sind bei Pegasus rausgekommen. Der Spieleautor heißt Mike Elliott und man kann das Ganze von 2 bis 5 Spieler spielen, aber eben auch als Solo-Variante, die jetzt auch hier offiziell mit dabei ist. Ja, ich würde es einfach mal sagen, wir gucken jetzt rein in das Spiel. Ich zeige euch keine Regelerklärung, werde ich jetzt auch noch mal im Video sagen. Ich zeige euch wirklich nur, was hat sich verändert. Wenn euch interessiert, wie spiele ich Thunderstone überhaupt, dann seht euch bitte das erste Video dazu an, denn da hat sich echt nichts groß getan. Ich zeige jetzt nur so die kleinen Veränderungen, die gemacht wurden. Ja, und dann sehen wir uns einfach wieder hier im Fazit. So, ich möchte euch jetzt einfach zeigen, was bei Thunderstone Advanced jetzt einfach mitkommt, was sich vielleicht auch ein bisschen geändert hat. Ich werde nur neue Spielelemente erklären, keine Regelerklärung machen. Die nehmt ihr bitte dem anderen Video. Ich werde einfach nur erklären, was ist jetzt neu, was kommt neu mit und was hat sich vielleicht auch an der Aufmachung einfach geändert. Gut, fangen wir an mit dem Spielplan hier. Hier kann man jetzt einfach seinen Spieltisch besser strukturieren. Man hat Ablageflächen für die verschiedenen Karten und kann die dann einfach auf die Positionen legen. Das ist auch gut unterteilt. Hier haben wir das Dorf, hier haben wir die Helden, hier haben wir den Dungeon. Und dieser Spielplan ist sogar zweiseitig. Hier hat man 3 Dungeon-Positionen mit Lichtabzug -2, -4, -6, wie man das eben kennt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen etwas leichteren Spielplan für Einsteiger. Hier haben wir 4 Positionen. Man kann also mehr Monster angreifen und die sind dann auch noch leichter zu besiegen, weil sie eben nur Werte von -1 bis -4 bei Lichtabzug haben. Ansonsten ist hier alles beim Alten. Und jetzt können wir gleich mal zur Schachtel übergehen. Die Schachtel ist deutlich höher als beim alten Thunderstone. Das heißt, diese schönen Kartentrenner, die wirklich eine gute Idee sind, knicken nicht mehr um, sondern können sogar aufrecht stehen, ohne dass sie jetzt beschädigt werden. Die Box bietet sehr viel Platz, auch viel mehr als jetzt in dem alten Thunderstone. Jetzt mal hier zum Vergleich, kann ich es mal hernehmen. Also hier passen jetzt auch Erweiterungen deutlich besser mit rein und hier sind jetzt eben schon 2 Erweiterungen drin und es wird auch sicherlich noch eine dritte mit hineinpassen. Also hier auch schon mal deutlich verbessert. Dann schauen wir uns einfach mal die Karten an. Die haben jetzt verschiedene Farben. Man hat jetzt also Dorfkarten, die sind alle in grün gehalten, Feindkarten alle in rot und die Heldenkarten in blau. Das erleichtert das Aussortieren, aber eben auch die Übersichtlichkeit. Dann haben sich die Symbole ein bisschen geändert, sind zwar nach wie vor an Ort und Stelle, allerdings ist hier jetzt der Geldwert einfach so ein Geldsack geworden. Dieses Stärke-Symbol, das ist jetzt so ein Paket und der Geldwert ist jetzt eben eine andere Münze, also es hat sich ein bisschen verändert, aber im Grunde nicht viel. An sich sind die Karten jetzt schon ein bisschen besser geworden, dadurch, dass man einfach die Kartentexte auch bei schummrigem Licht ein bisschen besser lesen kann. Gut, zu erwähnen ist noch, dass hier unten so kleine Abkürzungen drauf sind für die verschiedenen Erweiterungen, falls man die Karten dann auch nochmal aussortieren möchte. Gut. Ja, die verschiedenen Farben bringen natürlich auch Vorteile, dass man hier seine Box besser sortieren kann. Hier sehe ich hier lauter grüne Karten, blaue Karten, roten Karten. Kann ich schon mal einfach besser das Ganze strukturieren. Weiterhin wurden auch noch andere Änderungen vorgenommen. Es wurde wirklich an den Begrifflichkeiten gearbeitet. Zum Beispiel jetzt, ich nehme einfach jetzt nur das Beispiel raus, die Kampfeffekte, die vorher nicht ganz klar waren, finden die jetzt vor, während oder nach dem Kampf statt. Das ist jetzt ganz klar eindeutig geregelt. Kampfeffekte vor dem Kampf und alles, was nach dem Kampf jetzt stattfindet, heißt jetzt Folgeeffekte. Und so haben die einfach mit vielen Begrifflichkeiten eine bessere Regelung gefunden und
ja, die auch hier wirklich in der Regel gut dargestellt ist. Also die Regel des Grundspiels ist wirklich gut. Zwar vielleicht teilweise ein bisschen lang und gedoppelt, aber ansonsten kann man sich hier nicht beschweren und es wird einfach viel eindeutiger. Vieles ist einfach besser geklärt und das ist auf jeden Fall gut so. Jetzt kommen wir zu den spielerischen Änderungen. Im Dungeon, den wir auslegen, kommen jetzt nicht ganz beliebig zufällig irgendwelche Monster rein. Nein, wir haben jetzt Monster, die verschiedene Stärkestufen besitzen, von 1 bis 3. Hier kommt aus jeder Monsterkategorie 1, 2, 3 genau ein Päckchen Monster mit hinein. Und so hat man jetzt so die Ausgewogenheit, die man manchmal vermisst hat, dass jetzt nicht eben nur starke oder total simple Monster jetzt drin liegen, sondern dass das wirklich sich abwechselt und dass die einfach ja teilweise schon verschieden stark sind und das einfach ein bisschen ja schöneres Spiel oft ergibt und nicht mehr so blöde Konstellationen, wie es früher mal der Fall war. Weiterhin gibt es auch keinen Donnerstein mehr, dafür haben wir jetzt die Donnersteinträger, sind sozusagen die Endgegner, die werden auch in den letzten 10 Karten des Dungeon Decks gemischt. Und die gilt es dann zu besiegen, die haben richtig gemeine, fiese Effekte, die es dann zu besiegen gilt. Und wenn der letzte Endgegner sozusagen besiegt ist, dann endet das Spiel. Als weitere Aktionsmöglichkeit kommt jetzt neben dem Dorfbesuch, dem Dungeonbesuch und der Erholung auch noch die Vorbereitung hinzu. Hier kann man jetzt eben seine Kartenhand verbessern. Das heißt, habe ich 6 Karten auf der Hand, lege ich alle Karten ab, die schlecht sind, meinetwegen Krankheiten oder so Standardkarten, die ich nicht brauche, behalte gute Karten, die ich vielleicht für die nächste Runde brauchen kann. Ja, und dann lege ich die zurück auf den Nachziehstapel, ziehe wieder auf 6 Karten auf und habe dann eventuell, wenn es klappt, wenn das Glück einem hold ist, eine bessere Kartenhand. Also eine Möglichkeit, einfach schlecht oder Ziehpech zu verbessern. Es kostet zwar eine Aktion, aber vielleicht kann ich dann doch den ein oder anderen Kampf im Dungeon machen und ziehe eben nicht nur immer nur Schrott, sondern kann auch mal so meine Kartenhand einfach ein bisschen aufwerten. Das ist schon jetzt wirklich regeltechnisch eine gute Neuerung, die auch gut funktioniert. Weiterhin haben wir jetzt auch neue Starterkarten und man kann die jetzt übrigens auch schon vorsortieren. Hier gibt es extra für 5 Starterdecks hier noch so eine Ablage, die kann man hier reinpacken, hat die dann also gleich griffbereit. Als Standardheld haben wir jetzt hier den Soldaten. Wenn man den jetzt mit einer Stangenwaffe, die jetzt auch schon im Standarddeck dabei ist, ausrüstet, dann kann man gleich nochmal eine Karte ziehen. Also der Langspeer ist dabei, dann haben wir wie gewohnt die Fackel. Und jetzt neu hier diesen Donnersteinsplitter. Der erhöht die Stärke der Helden, also die physische Stärke, nicht die Angriffsstärke. Und wenn man einen Kampf gewinnt gegen ein Monster, erhält man einen Erfahrungspunkt mehr. Und das natürlich kumulativ, wenn man 2 dieser Donnersteinsplitter hat. Also hier einfach eine neue Kartenhand. Und dann kommt noch ein weiteres spielerisches Element, was ich eigentlich relativ oder ziemlich gelungen finde, mit hinzu. Man hat hier jetzt diese Vertrauten. Das sind wirklich ganz verschiedene. Wir haben Wichtelmännchen, Tundrawolf, Pseudodrache, Teufelchen, ein Kampffalken, eine Schattenkatze, ein Phönix und so weiter. Und mit diesen kann man jetzt teilweise einfach noch ein bisschen mehr rausholen, denn die zieht man zu Beginn oder sucht sich eine aus, legt sie bei sich ab in seinem Spielbereich und kann diese Karte jederzeit im eigenen Zug einsetzen, um eben verschiedene Effekte auszuführen, je nachdem, wie viel man bezahlen möchte. Jeder Verbündete hat also hier so Werte, zum Beispiel 0, 3 und 6 Erfahrungspunkte, die man zahlen kann, um die Funktion, die dahinter steht, angegeben zu nutzen. Hier zum Beispiel kann ich für 0 eine Karte im Dorf ziehen. Oder für 3 kriege ich einen physischen Angriff im Dungeon dazu. Oder für 6 Erfahrungspunkte tausche ich eben die Position 2er Monster im Dungeon. Das sind jetzt nicht sehr starke Effekte, aber die können oft so das letzte Quäntchen sein, das man noch braucht, um vielleicht einen Kampf zu gewinnen oder sich eine letzte Karte noch zu kaufen. Also sollte man wirklich nutzen und macht wirklich Spaß mit denen. Benutzt man die, kommen sie auf den Ablagestapel, bis sie dann irgendwann wieder auf die Hand gezogen werden. Dann legt man sie einfach wieder vor sich aus und dann liegen sie wieder so lange, bis man sie dann wieder einsetzen mag. Also das jetzt auch noch die Vertrauten. So, und jetzt kommen wir auch noch zu den Erweiterungen. Wie gesagt, hier ganz, ganz viel neue Karten mit dabei, neue Helden, neue Gegenstände, neue Zaubersprüche, neue Waffen, neue Gegner, alles. Werde ich jetzt einfach mal nicht zeigen, das sollt ihr einfach selber entdecken. Was jetzt aber spielerisch noch interessant ist, sind diese Schätze. Die gab es, denke ich, schon in den alten Thunderstone-Erweiterungen, die ich jetzt nicht habe. Und diese Schätze werden mit ins Dungeon-Deck gemischt. Die werden dann an die Monster, die aufgedeckt werden, angeheftet. Und wenn man das Monster besiegt, hat das Monster jetzt erstmal
einen Bonuseffekt. Hier zum Beispiel wird das Monster immun gegen Waffen. Aber sollte man das Monster besiegen, ist es natürlich dann einfach schwerer, es zu besiegen, weil es diesen Schatz trägt oder diesen magischen Gegenstand, das Artefakt. Aber besiegt man es, bekommt man diese Karte und darf sie eben bei sich auf den Ablagestapel legen und kann die in Zukunft einfach weiter aufziehen. Und diese haben dann oft noch einfach Effekte, die man schön nutzen kann. Also das ist auch noch ein richtig interessantes Element, um das Dungeon Deck noch ein bisschen abwechslungsreicher und interessanter zu gestalten. Interessant wird es jetzt noch mit der Erweiterung Ursprung allen Bösens. Hier kommt jetzt eine kooperative Thunderstone-Erweiterung daher. Die kann man zwar die Karten auch normal spielen, aber man hat jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze kooperativ zu spielen. Anstelle des Dungeons legt man jetzt diesen Spielplan hier aus. Und man sieht hier eine Stadtmauer, die gilt es jetzt zu verteidigen. Auf dieser Seite rücken die Monster an. Je nach Spielerzeit gibt es hier verschiedene Reihen. Und all diese Reihen haben jetzt wieder die Positionen 1, 2 und 3 mit Lichtabzug minus 2, minus 4, minus 6. Diese Monster stürmen also gegen unsere Stadt an und wir versuchen sie zu verteidigen. Zu Beginn jeder neuen Runde liegen erstmal die obersten Positionen verdeckt da. Nach dem Zug eines Spielers wird immer eine Karte aufgedeckt. Und sobald die letzte Karte der obersten Reihe aufgedeckt wurde, marschieren die Monster nach vorne. So, jetzt mache ich mal ein Beispiel. Das könnt ihr zum Beispiel so aussehen. Wir haben es geschafft, in der ersten Runde diese zwei Monster zu besiegen. Dann rutschen die nach vorne. Er schiebt auf diese Position, er schiebt hier weiter. Hier passiert nichts. Diese Stelle wird natürlich jetzt neu besetzt vom Dungeon Deck. Wird einfach eine verdeckte Karte jetzt hierher gelegt. Dieses Monster rutscht weiter, schiebt dieses weiter und dieses stürmt jetzt die Mauer. Es ist also jetzt ein erfolgreicher Belagerer, der hier hingelegt wird und es wird auch hier ein Donnerstein abgezogen. Hier passiert wieder nichts, dieses Monster rutscht einfach nach und auch hier müssen wir einen erfolgreichen Belagerer durchlassen und verlieren einen der Donnersteine. Sollte es jetzt passieren, dass mehr als drei Monster die Stadtmauer überlaufen, dann wird von jedem Wall hier ein Marker entfernt und sollten es sogar alle schaffen, wird von jedem Wall zwei Marker entfernt. Also das sollte auf keinen Fall passieren, denn das ist so gut wie tödlich. Ja, allerdings geht es auch andersherum, wenn man es schafft, die erste Reihe hier leer zu räumen, dann bekommt man wieder einen Wallmarker auf jeden Wall gelegt und kann sozusagen seine Verteidigung wieder ein bisschen stärken. Gut, und das Ganze geht jetzt eben so lang, bis sich dieses Dungeon Deck dann leer spielt. Am Schluss wird dann geguckt, hat man erstens überlebt? Sollte nämlich einer dieser Wälle komplett überrannt werden, dann hat man das Spiel sowieso verloren. Schafft man es aber bis zum Schluss zu überleben, wird einfach verglichen. Die Siegpunkte, die die Spieler zusammen gesammelt haben, werden verglichen mit den erfolgreichen Belagerern. Haben die Belagerer mehr, dann wurde das Dorf zwar verteidigt, aber auch trotzdem ziemlich stark beschädigt. Hat man aber mehr Siegpunkte als die angegriffen oder als die erfolgreichen Belagerer, dann hat man die Stadt verteidigt und geht als absoluter Sieger aus dem Spiel hervor. Gut, das ist jetzt so ganz grob die kooperative Variante. Und jetzt würde ich sagen, war das erstmal, denke ich, genug und wir gehen einfach zurück zum Fazit. Das war jetzt Thunderstone Advance. Ihr habt viel gesehen. Denke ich mal, zwar nicht die Karten, ich denke, die sollte man wirklich selber sich zu Genüge führen, denn das ist ja auch das Spannende an so einem Deckbauspiel, dass man sich dann diese Karten dann raussucht und mal anschaut und die einfach selbst entdeckt. Deshalb habe ich die jetzt auch nicht gezeigt, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte jetzt einfach nur zeigen, lohnt sich das neue Thunderstone Advance oder lohnt sich es eben nicht? Für wen lohnt es sich? Für wen lohnt es sich vielleicht nicht? Darauf möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Zu den Komponenten möchte ich gleich kommen. Also die Box habt ihr ja schon gesehen, habe ich schon im Video vorher in der Erklärung losgeworden. Die ist einfach höher, die Karten passen besser rein, mehr Karten passen rein. Die Karten sind eigentlich noch von der gleichen Qualität, da gibt es gar keine Abstriche, von daher eben auch zu empfehlen. Und schön finde ich auch, dass jetzt solche Marker mit dabei sind, nicht mehr nur Karten, sondern dass man diese Donnersteine dann vor sich ablegen kann als Erfahrungspunkte. Ich finde die grafische Gestaltung, da finde ich jetzt vom persönlichen Geschmack mache ich das alte lieber, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich finde das neue eigentlich schöner. Aber was jetzt an den Karten gearbeitet wurde, gerade dass die jetzt unterschiedliche Farben haben und dass die einfach besser zu unterscheiden sind, dass die Symbole nochmal ein bisschen eindeutiger sind, das finde ich schon echt gut. Gut finde ich auch die neue Aktionsmöglichkeit, die man hat, dass man sich auf einen Zug vorbereiten kann, wenn man eine schlechte Hand hat.
Das ist ein ganz toller Zug gewesen, eine gute Idee, dass man hier seine Karten dann einfach verbessern kann. Ist oft sehr, sehr ratsam, sehr sinnvoll, das zu machen. Und ja, das finde ich klasse. Auch die Verbündeten, die jetzt neu mit reinkommen, finde ich toll, dass man so eine kleine Zusatzmöglichkeit hat. Also auch so eine kleine Spezialfähigkeit als Spieler, auch wenn es jetzt nicht große Effekte hat. Aber das finde ich eigentlich eine witzige Idee und passt auch voll gut in das Spielprinzip mit rein, ohne dass es da Probleme gibt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, die Regel ist wirklich deutlich verbessert worden, habe ich ja auch schon jetzt in der Erklärung gesagt. Die Begrifflichkeiten sind einfach jetzt viel klarer geworden. Man hat nicht mehr so viel strittige Fragen. Ich finde auch, dass die Karten aus dem Grundspiel relativ gut zu verstehen sind. Bei den Erweiterungen muss ich jetzt sagen, dass da schon so die ein oder andere Karte dabei ist, die man nicht ganz so auf Anhieb versteht, wo man nochmal nachlesen muss. Manchmal findet man auch die richtige oder nochmal eine richtige Erklärung gar nicht im Glossar drin. Das finde ich etwas schade, dass die Karten da nicht ganz so toll beschrieben sind zum Teil. Also manchmal hat man echt, steht man vor einer Karte und denkt, was soll das jetzt eigentlich? Das ist ein bisschen blöd, dass man da nicht noch genauer nachlesen kann. Da fehlt einfach auch wieder so ein kleiner Ticken Zusatzinformation. Ansonsten die Erweiterungen auch echt lohnenswert, vor allem gerade auch diese kooperative Variante. Der kooperative Modus ist ultra schwer, also es ist richtig hart, da erfolgreich zu sein. Bisher haben wir es noch nicht geschafft. Das ist schon schwierig. Allerdings, doch, einmal haben wir es geschafft, aber dazu komme ich gleich zu. Das Schwierige ist nämlich, dass manche Karten, die im Grundspiel oder halt in den anderen Erweiterungen dabei sind, nicht unbedingt ins kooperative Spiel passen. Die sind nämlich eigentlich, wenn man es kompetitiv spielt, schlecht für meine Mitspieler. Und im kooperativen Modus sind die dann gut für meine Mitspieler. Denn meine Mitspieler können zum Beispiel mit diesen Baumlingen oder wie die heißen, eine Karte extra auf die Hand ziehen. Das ist natürlich ultra stark, die kauft sich am Anfang jeder und dann kann jeder fast seinen Zug mit 7, 8 Karten, vielleicht sogar 9 Karten beginnen. Das ist schon etwas dann, wo man sagt, das passt dann, da muss man schon gezielt Karten für das kooperative Spiel raussuchen, sonst wird es entweder viel zu einfach oder viel zu schwer. Das ist, glaube ich, schon so die Krux an der Sache. Aber trotzdem wirklich ein interessanter Modus, der auch echt Spaß macht, der auch die Leute begeistert hat, mit denen ich es gespielt habe. Und echt mal was Neues, Thunderstone einfach mal kooperativ zu spielen. Gut, dann ist auch noch offiziell die Solo-Variante mit dabei. Finde ich gut, dass sie die jetzt mit reingepackt haben. Die ist ja auch recht interessant, funktioniert ja auch so ein bisschen ähnlich wie das kooperative Spiel. Finde ich gut, dass die jetzt einfach mit dabei ist, dass man die nicht erst im Internet suchen muss. Was ist noch gut? Ja, dass es zum Beispiel jetzt diese Donnersteinträger gibt. Das finde ich total interessant und dass einfach die Feinkarten jetzt immer ein bisschen ausgeglichener sind durch die verschiedenen Monsterstufen. Ich hätte es mir vielleicht noch gewünscht, dass die Monster so nach und nach stärker werden vielleicht, dass man sowas noch eingebaut hätte, aber vielleicht wird schon seine Gründe haben. Ich habe es jetzt so auch noch nicht getestet, dass ich jetzt nur Stufe 1, Stufe 2 und dann Stufe 3 Monster spiele, aber es wird sicherlich seine Gründe haben, dass sie sich da dagegen entschieden haben. Aber so wäre es halt immer so ein bisschen eine Steigerung gewesen. Man kann sogar als schwacher Held erstmal die kleinen Monster besiegen und dann muss man aber aufrüsten, um die größeren zu besiegen. Also das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, aber wie gesagt, trotzdem eine gute Neuerung mit diesen Feinkarten, auch wenn es nicht ganz so interessant ist, wie ich es mir zunächst vorgestellt hatte. Ja, und dann gibt es noch diese Schatzkarten, die gab es glaube ich schon in den alten Erweiterungen, die finde ich auch recht interessant und ich denke, da wird jetzt auch in den nächsten Erweiterungen, die jetzt zu Thunderstone Advanced rauskommen, auch nochmal alte Elemente vielleicht noch mit reingenommen werden. Also die Fallen, die es jetzt in den alten Thunderstone-Erweiterungen gab, sind jetzt hier mal noch komplett nicht drin. Es gibt keine Fallen. Die kommen vielleicht in weiteren Erweiterungen. Müssen wir mal sehen. Das Thunderstone Advanced habe ich jetzt leider nicht da gehabt. Gibt es auch noch eine Mini-Avatar-Erweiterung, wo Avatar-Karten noch drin sind. Vielleicht bekomme ich die noch irgendwo her und kann die auch mal vorstellen. Aber so insgesamt denke ich, ist das jetzt wirklich ganz gelungen und jetzt einfach noch die Frage, wer braucht sowas? Ich denke halt, der absolute Thunderstone-Fan, der wird sich natürlich freuen über die neuen Karten, über neue Effekte, über wirklich einfach neue Monster, neue Helden, neue Gegenstände, der wird sich wirklich freuen und ich denke, ein absoluter Fan, für den ist das auch hier wieder ein Must-Have, zumal man das ja auch mit den alten Spielen sogar noch kombinieren kann. Es wird halt eben geraten, dass man
die nach den neuen Regeln spielt mit den alten Karten. Wie gut das funktioniert, habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, für so richtige Thunderstone-Fans ist das schon was. Wenn du jetzt noch überhaupt kein Thunderstone gespielt hast, würde ich wirklich auch sagen, fang gleich mit Thunderstone Advanced an, steig damit ein, das ist einfach einsteigsfreundlich. Soll jetzt auch demnächst noch so ein Starter-Set Thunderstone rauskommen, also nochmal reduzierter, einfach, wo es noch einfach leichter ist, ins Spiel reinzukommen. Ich glaube, das braucht es aber gar nicht. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Deckbauspielen und mit Brettspielen und Kartenspielen, dann kann man auch gleich hier zur Grundbox greifen und Thunderstone Advanced sich nehmen. Also, wie gesagt, ich denke, das ist die bessere Wahl, wenn man jetzt neu einsteigen will in das System, sich Thunderstone Advanced anzuschaffen. Und ja, das ist jetzt so meine Empfehlung, meine Meinung. Und das war es jetzt eigentlich auch schon von mir. Was ich von Thunderstone halte, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr groß sagen. Das habe ich im alten Video schon getan. Diese Meinung hat sich nicht groß geändert. Und von daher könnt ihr vielleicht auch da nochmal reinschauen. Gut, das war es jetzt von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Servus.